Ich bin schon wieder unterwegs mit dem Axel vom Kanal Free Axel und wir fahren jetzt nach Schlüchtern runter und werden da vielleicht irgendwas frühstücken. Mal gucken. Jetzt sind alles. Guten Morgen nochmal. Wir sitzen hier und haben jetzt gefrühstückt. Neben mir sitzt der Axel von Kanal Free Axel. Übrigens sehr zu empfehlen. Wer sich hier um lokale Radwege und Wanderwege und so weiter informieren möchte. Ne? Also schaut gerne mal bei Axel rein. Ja, ihr lieben Radfreunde, ich hoffe, dem Fred gefällt es hier in unserer Gegend. Ich bringe ihn jetzt wieder auf den Weg, auf den R3 und wünsche ihm für die weitere Fahrt alles Gute. Jo, alles klar. Wir fahren jetzt noch ein Stück. Danke, Axel. Schön hier, jo. Einzusehen. Okay. War, wenn Brand oder Feinde oder sowas war. Das da ist aber ein Industriedenkmal. Der Axel. Der Axel hat mich jetzt wieder verlassen, sozusagen, ist wieder zurückgefahren zum Ausgangspunkt, zum Campingplatz. Muss er den Berg jetzt wieder hoch. Aber sind ja Gott sei Dank nur ein paar Kilometer. Und ich roll jetzt ein in die Stadt Steinau. Die Stadt der Gebrüder Grimm stand da gerade. Ich fahre jetzt praktisch auf dem hessischen Fernradweg R3. Und der verläuft auch auf dem Main. Kinzig-Radweg. Die Kinzig ist ein Fluss, der wird hier gestaut. Das ist der Staudamm da hinten, der Stausee. Und früher war das eine alte Handelsstraße zwischen Leipzig und Frankfurt hier. Wieder. Ich habe heute echt viel Rückenwind und stellenweise richtig schöne lang geradeausgehende Radwege. Kann ich richtig Strecke machen. Gerade war ich durch Westershausen. Bin ich durch Westershausen gekommen? Ja, hätte ich auch nicht machen müssen unbedingt. Obwohl Axel sagte, da wäre ein Imbiss an dem Baumarkt, aber ich habe jetzt noch gar keinen Hunger. Und ich fahre jetzt erstmal weiter. Bis zur Halbzeit. Es dauert noch ein bisschen. Zum Einkaufen unterwegs. Wie ich es handhabe. Also ich nehme ganz gerne logischerweise eine Bäckerei für Brötchen oder Kuchen und Kaffee, wenn man den morgens braucht. Und so ein ICE. So, für den anderen Einkauf, Getränke oder sowas, nehme ich immer ganz gerne so einen kleineren Lidl, so einen Dorf-Lidl, sage ich jetzt mal so. Also keine riesigen Einkaufszentren wie da gerade in Wächtershausen, weil das ist so unübersichtlich da. Wenn man da reinkommt, sind das meistens so Megastores, wo man gar nichts auf Anhieb findet und man will ja auch schnell wieder an seinem Fahrrad sein. Gut, wichtig unterwegs,
Wasser, Kohlenhydrate und vielleicht auch mal was Frisches, so ein Apfel. 6 Kilometer noch nach Gelnhausen. Und Störche. Also hier sind ganz erstaunlich viele Störche. Gerade die Wiese war schon voll, hier auch. Ah, ich glaube, wir sind jetzt schon im Rhein-Main-Gebiet, oder wie das heißt. Hanau kommt immer näher. Und gerade war wieder Verbotsschild für Fahrradfahrer. Aber es kamen welche entgegen, die sagt, man kommt durch. Also wohl wieder eine Schilderleiche. Ja, der Weg macht hier nicht mehr so viel Spaß, weil ja, viele Autobahnen und landschaftlich nicht so schön, aber sonst ist er ganz okay. Und der Rückenwind ist natürlich Sahne heute. Ja, hier führt der R3 durch. Keine Umleitung, nix. Und hier wird eine Umgehungsstraße wohl neu gebaut. Super Planung. In der Stadt Rückingen kreuzt der Limesradweg. Und hier ein altes römisches Kastell. Hier an diesem denkwürdigen Ort in Hanau habe ich meinen 300. Kilometer. Das ist hier die Kongresshalle. Oh, Zufall, ne? Aber ich halte Abstand. Ja, weil ich ja schon die Fulda-Quelle nicht gezeigt habe, kann ich ja wenigstens zeigen, wo die Kinzig in den Main fließt. Das ist hier an diesem Bootsvermietungsstand. Bisschen Kunst muss auch immer sein im Video, ne? Also hier. Und diese Steine. Diese Steine habe ich auch schon mal gesehen am Weserstein. Ja, schön. Wer ist denn das da auf dem Foto mit dem roten Trikot? Markus, den kennst du nicht. Das ist doch der Markus Geis vom gleichnamigen YouTube-Kanal. Wir haben uns in Offenbach auf dem Campingplatz verabredet. Ach doch, jetzt wo du es sagst. Nachdem ist doch auch das schöne Wetter benannt. Genau. Und soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Er trinkt so gerne Buttermilch auf der Tour. Seid ihr denn zusammengefahren? Ja klar, am Pfingstsonntag von Offenbach bis zum Campingplatz Marau in Mainz. Und am Pfingstmontag haben mich Udo und Markus noch bis Bingen begleitet und sind dann in Rhein weitergefahren. Zwei sehr schöne Tage. Guten Morgen, Tag 5 hat angefangen. Ich fahre jetzt mit Markus nach Mainz. Okay, wir können los. So, ganz aktuell, wir sind vor der EZB, wo alle die Hoffnung haben, dass das Europa noch mal retten könnte. Und da unten zwei, wie heißen die noch mal? Stand-up-Paddler oder so? So, bitte jetzt nicht mich angreifen, ich will nichts von euch. We'll be right back.
Wir radeln jetzt in Manhattan ein. Mal schauen. Pfingstsonntag übrigens. So, wir sind jetzt hier in Frankfurt vor dem Römer auf dem großen Platz. Wir machen hier eine kleine Pause. Ja, bestes Wetter heute. Und wir haben heute Zeit, nach Mainz sind es nicht mehr so weit, sind wir in 2 Stunden da. Und ja, der Brunnen wird hier leider gerade renoviert, wie man sieht. Ja, das wird bestimmt Christo gewesen, so perfekt wie das verpackt ist. Aber wenn das hier so ein toller Highway ist, dann dürften wir hier mal eine Zeit lang ungestört fahren. Ne? Ja. Gut, wir sind jetzt, weiß nicht, 25 Kilometer von Mainz oder so. 30. Ja, 30 immer noch, okay. Und das ist jetzt hier eine landschaftlich wunderschöne Strecke. Ne? Schönste Gebiet am Mainradweg. Ja. Super! Das ist zum Beispiel ein idealer Platz. Ja. Einfach dahin am Baumarm zum 10 dein Zelt hingestellt, morgens wieder auf. Ja, hast recht. Jetzt, wenn frisch gemäht ist, würde ich es nett machen, weil da kann es sein, dass der Bauer morgens um 6 da auf der Matte steht. Und wendet, ne? So, wir fachsimpeln gerade über wildes Zelten. Und ich sage gerade, der Urlaub beginnt, wir haben Wein. Oder ich habe Wein. Ja. Noch nicht in der Flasche, aber es sieht ganz gut aus für dieses Jahr wieder. Ich habe doch festgestellt, dass nur Aufnahmen von so weit. Nichts. Das ist auf der Kamera fast gar nicht mehr so richtig erkennt. Nee, das hat keinen Sinn. Aber die Landschaft ist trotzdem schön hier. Ja, ich habe den R3 jetzt komplett eigentlich befahren. Glaube ich jedenfalls. Jedenfalls bin ich jetzt hier an der Mainmündung. Also der Main fließt hier in den Rhein und da hinten ist Mainz und unser Campingplatz ist hier noch ein Kilometer weit weg. Und dann den steuern wir jetzt an und stellen unser Zelt da auf. Das Wetter ist jetzt extrem warm geworden und ja, morgen wird es noch wärmer. Ich freue mich drauf. Das ist der Rhein und dahinter Mainz.
Guten Morgen. Tag 6 hat begonnen. Ich habe jetzt hier mit Markus gefrühstückt auf dem Netto-Parkplatz mit frisch gebrühtem Kaffee und ja, wir fahren jetzt gleich zu dritt los mit Markus' Frau, ja. Wir verlassen jetzt Mainz und fahren Richtung Bingen am Rhein entlang. Sind wir jetzt 26 Kilometer entfernt schon am Rhein entlang und in 10 Kilometer ungefähr kommt Bingen, wo ich dann die Nahe runterfahre. Also erstmal zur Nahemündung sozusagen. Da hinten am Berg ist das Niederwalddenkmal bei Rüdesheim. Und wir haben hier Pause gemacht in so einer kleinen Bucht. Ja, hier kommt man an der Hindenburgbrücke vorbei, die 1913 gebaut wurde und damals die zweitgrößte Brücke Deutschlands war und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. So. An der Fähre sind wir jetzt vorbeigefahren am Fährhafen. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Nahemündung. Und da werde ich dann alleine weiterfahren, Richtung Bad Kreuznach, die Nahe runter erstmal. Ja. Was ist das denn hier? Zollern. So. Ja, ich bin jetzt an der Nahemündung. Hier fließt die Nahe in den Rhein am Mäuseturm in Bingen und jetzt sind es noch 19 Kilometer nach Bad Kreuznach. Da fahre ich jetzt den Nahradweg erstmal und bin dann relativ früh schon in der Jugendherberge. Okay, hier verabschiede ich mich jetzt von Markus und Ute und fahre dann alleine weiter. Ja, die ersten Meter wieder alleine an der Nahe, hier noch in Bingen. Radweg von Bingen bis Bad Kreuznach ist relativ eben, also da hat man keine Probleme. Allerdings habe ich die Nahe kaum gesehen. Sind zwar viele Fahrradler auch unterwegs, aber es hält sich in Grenzen. Also sind immer so Pulks, auf die man so trifft. Aber es ist halt auch Pfingstmontag heute und hier ist ein Baum umgekippt. Bad Kreuznach, Jugendherberge, 1 Kilometer, im Moment 13% Steigung. Ich habe noch 240 Meter. Radreisende, nehmt die nicht. Du, Fred, habe ich richtig gezählt? Nur 5-mal gezeltet und jetzt schon wieder Jugendherberge bei dem schönen Wetter? Ja, ich habe die Etappen der ersten Woche noch zu Hause geplant. Bis ins Saarland runter. Und für diesen Teilabschnitt habe ich keine Campingplätze gefunden und musste auf feste Unterkünfte ausweichen. Und außerdem waren durch Corona bis zum 10. Juni noch einige Campingplätze für Radreisende geschlossen. Ach, du fährst ins Saarland runter? Habe ich mir schon gedacht. Ja, und das zeige ich dann in Teil 4. Viel Spaß dabei!
Ja, Fred in der Jugendherberge. So ist das.